Wir kommen zum Thema gesellschaftliche Medienentwicklung, was direkt anschließt an dem Sozialisationsthema. Sie merken das daran, dass ich Ihnen hier nochmal die Folie der Sozialisationsinstanzen von letzter Woche zeige. Das ist quasi der Anknüpfungspunkt für die heutige Veranstaltung. Und ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, ich widerspreche dem Klaus Vogelmann in seiner Einschätzung, dass die Medien, ich habe es da mal umgekringelt, nur tertiär, also in der tertiären Sozialisationsinstanz vorhanden sind. Ich glaube aber, das erklärt sich dadurch, dass man die Forschung von Goyen und Vogelmann natürlich auch immer auch im gesellschaftlichen Kontext sehen muss. Wenn Sie sich überlegen, ich erinnere mich noch rudimentär, Sie vielleicht nur aus Erzählungen, wenn man überlegt, was war 1980, wie sah das Medienensemble 1980 aus, ja, dann muss man konstatieren, okay, das war vielleicht, da gab es Fernsehen, da gab es Radio, da gab es gerade, was kindliche Mediennutzung betrifft, auch die Kassette, gab es noch ziemlich lange bis dahin, Kompaktkassette. Es gab nicht mal eine CD, denn die wurde erst 1983 erfunden. Das heißt also, das Medienensemble war noch relativ eingeschränkt und insofern erklärt sich auch, warum Goyen und Vogelmann die Medien als etwas gesehen haben, was eher so vergleichbar mit, so auf einer Ebene mit Freizeitorganisationen, eher berufliche Kontexte, also eine tertiäre Sozialisationsinstanz, nicht so dicht an der Persönlichkeitsentwicklung. Aus heutiger Sicht, wenn wir uns heute anschauen, Medien sind omnipräsent, Medien sind wirklich überall in allen Instanzen vorhanden und entsprechend, das wäre so meine These, sind sie entsprechend querliegend über die Instanzen. In der Familie präsent, in den Bildungseinrichtungen mehr oder weniger und natürlich auch in beruflichen Kontexten bis hin zur Uni und Freizeiteinrichtungen. Und was Sie auch sehen hier ist, da hatte ich das letzte Mal auch schon hingewiesen darauf, dass die Familie als primäre Sozialisationsinstanz zählt. Und die Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Schule, dann zu den sekundären Sozialisationsinstanzen gehören. Ich möchte mal eine steile These in den Raum stellen. Ich sage, dass ich gerade in Bezug auf den digitalen Wandel diese tradierten Grenzen bezüglich dieser Orte verschieben oder zumindest ins Wanken geraten. Das heißt, dass wir im Moment einen gesellschaftlichen Umbruch erleben, der die kulturellen und die gesellschaftliche Funktion von Medien und auch von Technik, die meine ich immer mit, zumindest in Bezug auf Mediensozialisation, in Bezug auf Medienerziehung verschiebt. Also zumindest nicht mehr ganz klar verortet in dieser tertiären Sozialisationsinstanz, aber auch nicht unbedingt in der primären, nämlich innerhalb der Familie. Und ich versuche das mal zu begründen. Seit einigen Jahren kann man einen grundlegenden gesellschaftlichen Umbruch beobachten. Ich habe das getan schon vor 10 Jahren in einer etwas umfänglicheren Studie. Das ist eine empirische Studie, die ich da angestellt habe. Und ich nannte die Veröffentlichung dieser Studie Kommunigraphie, da ich nämlich eine Veränderung in der Bedeutung von Text und Bild in der Kommunikation, in der menschlichen Kommunikation feststellen konnte. Das heißt also, dieser mediale Umbruch, heute würde man sagen digitale Umbruch, hat sich tatsächlich noch was getan, ich werde das gleich nochmal genauer sagen, was sich da getan hat. Dieser mediale Umbruch hat unsere Kommunikationsmedien verändert und ist in dem Moment in menschliche Kommunikation vorgedrungen. Und das betrifft alle Felder des Miteinanders, also Kultur, Wirtschaft, Beruf, Meinungsbildung, Demokratie, Politik und so weiter.
Und eben dieser grundsätzliche Wandel von alltäglichen Kommunikationsmedien hat dazu geführt, dass die wenigsten von uns, unsere Eltern, genauso aber auch unsere Kinder, genauso wenig, über tiefergehende Erfahrungen verfügen mit diesen neuen Medien. Das heißt, wir alle sind auf das Sammeln von Erfahrungen angewiesen, die wir nicht einfach erlernen können. Wenn man das mal vergleicht, wir hatten das letzte Mal auch ganz kurz mal das Thema Industrialisierung, und da hatte ich das Beispiel gebracht, der Handwerker, der von seinem Vater und der Vater von seinem Vater lernt. Insofern war in dieser Zeit, war dieser tertiäre Bereich, dieser tertiäre Sozialisationsbereich gar nicht notwendig. Das fand alles innerhalb der Familie statt. Berufsausbildung, Schule manchmal auch, noch bevor der allgemeinen Schulpflicht, fand alles innerhalb der Familie statt. Das heißt, es gab nur eine Sozialisationsinstanz, nämlich die Familie. Und heute gibt es diesen Wandel nochmal, und zwar durch diesen Wandel von Kommunikationsmedien. Insofern nehme ich, dass Eltern, die Elterngeneration, nicht mehr unbedingt über mehr Erfahrungen verfügt, als sie vielleicht im Umgang mit gerade digitalen Medien. Und die leitende Frage ist dabei eigentlich ja, welche Nutzung, welcher Umgang ist sinnvoll und welcher nicht. Das heißt, also wir alle müssen diesen sinnvollen Umgang erlernen. Und jetzt, wenn Sie aus der Psychologie vielleicht noch in Erinnerung haben, Lerntheorien, da ist ja wirklich ganz vieles, also ganz vieles ist unklar oder ganz vieles ist zu bleiben. Lernen haben wir mit Theorien, wir wissen nicht wirklich, wie Lernen funktioniert. Aber was man als relativ gesichert ansehen kann, ist, dass wir durch das Nachahmen lernen. Also das heißt, wir brauchen Vorbilder, können nachahmen und lernen dadurch. Nun ist es aber so, dass gerade aufgrund dieses gesellschaftlichen Wandels es keine Vorbilder gibt. Oder würden Sie sagen, Ihre Eltern oder Ihre Großeltern sind bezüglich Medienverwendung, Mediennutzung, sinnvolle Mediennutzung, Ihnen ein Vorbild? Gibt es vielleicht Einzelfälle, in denen das so ist, aber strukturell ist das eher nicht so. Das heißt also, gerade in Bezug dieses medialen Wandels gibt es einen Verlust an Vorbildern. Und damit auch eine Nichtmöglichkeit von familiären Vorbildern zu lernen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, dass das bis auf Weiteres so bleiben wird, weil nämlich ein Prinzip gerade digitaler Technik die Softwarebasiertheit ist. Das heißt also, digitale Technik können Sie programmieren. Könnte man jetzt noch viel dazu sagen, aber Sie können das anhand des Geräts, das Sie alle in Ihren Taschen haben, können Sie relativ einfach nachvollziehen, was damit gemeint ist. Noch vor wenigen Jahren war es so, dass Sie für jede einzelne Funktion brauchten Sie ein eigenes Gerät. Man braucht eine Kamera, eine Uhr, eine Wetterstation, ein Telefon und so weiter und so weiter. All das vereint sich plötzlich innerhalb eines Geräts, nämlich Ihres Smartphones. Und das liegt daran, dass man diese Smartphones programmieren kann. Das heißt, diese Smartphones verfügen über eine Vielzahl von Anzeige- und Bedienmöglichkeiten, gleichzeitig aber auch über eine Vielzahl von Sensoren. Klammer auf, einige vermisse ich davon auch, zum Beispiel einen Temperatursensor oder, Klammer zu. Und können durch ihre Programmierbarkeit, können sie entsprechend jede beliebige Funktion ersetzen. Das heißt also, ich bin wirklich gespannt, welche App als nächstes auf den Markt kommen wird und noch einmal die Welt ein bisschen verändern wird. Einfaches Beispiel, wer geht von Ihnen noch vor die Tür, wenn man wissen muss, was für ein Wetter ist? Also ich gucke da, oder Fenster öffnen. Quatsch, oder? Viel zu anstrengend. Ja? Nein? Nein. Wie leben Sie? Aber Sie wissen, was ich meine. War ein bisschen provokativ, aber Sie wissen, was ich meine. Das heißt also, welche Innovation kommt als nächstes und wird unser Zusammenleben bestimmt einer eklatanten Art und Weise beeinflussen? Ich zeige Ihnen gleich noch ein paar Beobachtungen, in denen das dann
nachvollziehbarer wird, was ich damit meine, mit dieser paradigmatischen Qualität. Was ich sagen will, ist, wenn die Software, wenn die Geräte programmierbar sind, erfordert das nicht mehr neue Hardware, die sie auf den Markt bringen müssen, sondern eigentlich nur jemanden, der eine kluge Idee hat, diese in ein Programm umsetzt und an geeigneter Stelle hochlädt, anderen zur Verfügung stellt. Klammer auf, mit dem Apple Store ist das noch ein bisschen schwieriger, da muss man bestimmte Dinge einhalten und so weiter. Die, die jetzt grinsen, haben das vielleicht schon mal versucht, Klammer zu. Ja? Aber das sind so Feinheiten. Letzten Endes, so konzeptionell heißt es einfach nur, wir können Technik gestalten und eigentlich kann es theoretisch jeder. Und dadurch braucht man eigentlich nur eine gute Idee und schon gibt es wieder ein neues Medium. Und deswegen sage ich, wird dieser Wandel anhalten. Und die Innovationszyklen werden immer kürzer werden. Das heißt also, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, wenn Sie heute alles kennen und alles wissen, bedeutet das nicht, dass Sie es morgen aktuell sind. Die Innovationszyklen werden immer kürzer. Und das erfordert eigentlich ein ständiges Neulernen, ein ständiges Ausprägen von neuen Handlungspraxen, weil sich eben diese Entwicklung unendlich beschleunigt. Das heißt also, die Digitalisierung der Gesellschaften und die damit einhergehende weitere Mediatisierung unserer sämtlicher Lebensbereiche stellt also immer wiederkehrend dann tradierte und mediale Handlungspraxen in Frage und erzeugt damit immer wieder allgemeine Umbruchssituationen, die mit einem Verlust von Vorbildern einhergehen. Das heißt also, Sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass das, was Sie ursprünglich erlernt haben, heute immer noch gilt. Und diese allgemeine wiederkehrende Umbruchssituation führt dazu, dass künftig nicht mehr in allen Familien, Medienerziehung in umfassender Weise möglich ist. Und wenn Schule als sekundäre Sozialisationsinstanz die Aspekte von Erziehung ergänzen soll, die ursprünglich die primäre Instanz nicht leisten kann, das ist ja die Idee dabei, sozusagen das, was in der primären Instanz nicht mehr geleistet werden kann, sozusagen dafür ist die sekundäre Instanz verantwortlich, dann avancieren die Bildungseinrichtungen und im Wesentlichen dann auch die Schule zur primären Instanz. Zumindest, das ist die Einschränkung, zumindest wenn es um die Mediensozialisation geht, um die Medienerziehung. Und lange Rede, kurzer Sinn, deswegen ist es wichtig, dass im Wesentlichen Pädagoginnen und Pädagogen und Sie als angehende Lehrerinnen und Lehrer sich mit medienpädagogischen Fragen befassen und den Medieneinsatz in der Schule nicht nur aus mediendidaktischen Gründen, also das Lernen mit Medien, forcieren, sondern auch tatsächlich das Lernen über Medien und damit sozusagen die Medien selbst zum Unterrichtsgegenstand machen. Das ist gleichzeitig auch eine Begründung, warum medienpädagogische Inhalte in Schule sehr wichtig sind. Lassen Sie uns aber nochmal einen Schritt zurück machen. Und dann werden Sie, glaube ich, auch, da wird es nochmal ein bisschen deutlicher, was ich damit meine eigentlich. Vielleicht zweifeln Sie an der These, dass der digitale Wandel die tradierten Handlungspraxen in Frage stellt. Und dazu habe ich ja Ihnen gleich noch ein paar Beobachtungen versprochen, die kommen gleich, die dann diesen digitalen Wandel ein bisschen greifbarer machen. Vielleicht haben Sie aber auch Zweifel daran, dass tradierte Handlungspraxen überhaupt so mächtig sind. Und dazu können wir mal ein kleines Selbstexperiment machen. Also alle, die Lust haben, können gerne mitmachen. Es passiert auch nichts Schlimmes mit Ihnen. Nehmen Sie mal Ihre beiden Hände und falten Sie diese beiden Hände. Keine Angst, es kommt nicht das, was Sie jetzt befürchten. Ja? Und wenn Sie die Hände gefaltet haben, dann schauen Sie mal runter auf Ihre Hände, auf Ihre Daumen genauer gesagt, und schauen Sie mal, welcher Daumen oben liegt, der rechte oder der linke. Merken sich das und nehmen die Hände wieder auseinander. Melden sich mal gerade diejenigen, deren rechter Daumen oben lag. Jetzt melden sich mal gerade diejenigen, deren linker Daumen oben lag. Interessant. Wenn Sie es jetzt von hier vorne sehen könnten, würden Sie feststellen, es ist so pari-pari, 50-50 etwa.
Wenn Ihnen in einer Frauenzeitschrift irgendwo der Hinweis begegnet, wenn Sie die rechte Hand oben, wenn Sie den rechten Daumen oben haben, dann sind Sie ein besonders romantischer, zärtlicher oder alles Blödsinn. Ja? Die Frage ist, wirklich Blödsinn, die Frage ist, warum ist das so, dass die Hälfte von Ihnen den rechten Daumen oben hat und die andere Hälfte den linken Daumen oben hat? Weiß jemand die Antwort? Warum ist das so? Ich verrate es Ihnen. Irgendwann, vielleicht beim ersten Kirchenbesuch, haben die Eltern gesagt, falte mal die Hände. Und dann haben sie die Hände gefaltet. Fertig. Mehr ist da nicht. Ja? Und seitdem falten sie die Hände so, wie sie sie falten. Jetzt kommt der zweite Teil. Einige gucken schon so ein bisschen, was hat er jetzt vor? Ist ganz einfach. Die Auflösung kommt jetzt. Jetzt nehmen Sie mal die Hände wieder zusammen, aber Achtung, nehmen Sie mit Absicht den anderen Daumen nach vorne. Ja? Also nochmal, mit Absicht, wenn Sie sonst den rechten Daumen oben haben, dann den linken und so weiter. Wie fühlt sich das an? Gruselig, oder? Richtig gruselig. Das meine ich, wenn ich meine, dass wir tradierte Handlungspraxen in Frage stellen. Um nichts anderes geht es. Dass wir, wenn es um Mediennutzung geht, wenn es um Kommunikation geht, ist der Mensch einfach ein Gewohnheitstier. Wir lernen, indem wir Dinge probieren. Wir probieren, funktioniert das? Geht gut? Dann machen wir es weiter, solange bis es nicht mehr funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, probieren wir was anderes. Und wenn irgendwann mal etwas funktioniert, dann sind wir so froh darüber, dass wir das immer wieder machen. Und dann muss schon ziemlich viel passieren, dass wir irgendwann mit dieser Praxis brechen. Und das hat was damit zu tun, warum beispielsweise es bestimmte Personen gibt, denen können Sie eine E-Mail schicken und die rufen Sie grundsätzlich zurück. Ja? Oder eine WhatsApp oder was auch immer auf unterschiedlichen Ebenen. So mächtig ist das. Und das erklärt es auch. Das heißt also, eigentlich sind wir gezwungen in Zukunft, in Bezug auf den medialen Wandel und auch den digitalen Wandel, ständig diese unangenehmen Situationen auszuhalten. Ist aber nicht schlimm, weil der Mensch kann das. Ich mache gleich noch mal eine These dazu.